Hallo und herzlich willkommen zu Guild Wars 2. So, und wie das letzte Mal aufgehört haben, so würde ich gern ihr den Punkt entdecken. Ich mache es noch einmal, ich versuche es nochmal anzuschauen oder zu finden. Und wenn nicht, dann mache ich die Hauptquest weiter. Denn irgendwo muss doch ein Eingang geben. Oh, und auch gleich ein Veteran. Was ist hier los? Ist das hier? Nope. Oh Mann, ey. Ich möchte endlich den Punkt finden. Oh, ist ja klar, der hat uns gefunden. Und ich habe jetzt... Ja, komm schon. Töte ihn. So. Aber hinterlassen hat er uns nichts. Aber ich finde einfach keinen Eingang hier. Upsala, da komme ich also nicht durch. Und warum sind auf einmal hier so viele? Bewacht hier etwas? Ja, war ja klar. Was ist denn das? Hitzewelle. So. Es verbrennt dich. Der wollte abbauen, ja? Habt ihr es gesehen? Er wollte abbauen. Er wollte Hilfe holen. Oh, da gibt's etwas. Komm ich hier so rein? Nee. Ich weiß, ich kann jetzt hier helfen, aber eigentlich würde ich gern... Eigentlich würde ich gern den Punkt finden. Und man hat die grünen Namen da schon gesehen. Ja, ganz kurz könnte man die sehen. Da habe ich sowieso kein richtiges Werkzeug dafür. Aber ich finde den blöden Punkt nicht. Traurig. Das war ja nichts. So. Juhu. So, und irgendwo hier muss der Punkt sein, also diese Sehenswürdigkeit, aber ich finde sie nicht. Zumindest jetzt nicht. Ich werde irgendwann mal suchen und aufnehmen. Und wenn ich sie finde, stelle ich das einfach online. Weil das ist... Ja, also ich kann jetzt hier stundenlang verbringen. Es bringt mir nichts. Ich finde es einfach nicht, den Eingang. Warum nicht? Oh Mann, ey. Das fuchst mich schon ein bisschen. Ja, da ist auch noch einer. Sucht er bestimmt auch den Eingang, oder? Ich laufe hinter ihm her, vielleicht kennt er sich hier aus. Nein, kennt er sich nicht aus. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Wo ist nur der Eingang? Wo ist nur der Eingang? Juhu, Geronimo! Patsch! Jo, ist ja cool. Ich renne voll in das Netz rein. Naja, ich renne, ist gut, ich schwimme.
Oh. Leute. Tut mir nichts, ich tue euch auch nichts. Da seht ihr, das sind die Namen. Da seht ihr, das sind die Namen. Nur wie komme ich da rein? Oh, das könnte mich... Ich glaube nicht, dass der Eingang hier gleich hier in der Nähe ist. Vielleicht noch weiter tiefer. Na, das sind mehrere Leute jetzt. Wissen die vielleicht mehr, was ich nicht weiß? Achso. Habe ich schon gedacht, wo ist denn der hin? Hallo Leute. Die scheinen nur das Event zu machen. Drei Leute. Ja. Wisst ihr etwas? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Und ich bin mal wieder so. Das stört mich ein bisschen. Oh, Moment mal. So nicht, Leute. Und noch ein Schild drauf. Nein, ist okay. Ist okay. Lasst sie in Ruhe. Na gut. Dann werde ich mich erstmal auf dem Weg zur Hauptquest machen. Ja, das heißt, ich werde hier hinschwimmen und werde mich auf dem Weg zur Hauptquest machen. So, juhu, aua. Und zwar muss ich wahrscheinlich dort vorne hinschwimmen. Hier komme ich gar nicht durch. Viele Events hier in der Nähe. Ist ein Öleneingang. Ja, aber ich will eigentlich jetzt die Hauptquest weitermachen, denn die ist schon seit ein paar Level fällig. Ja, also ein paar. Ja, also seit ein Level schon fällig. Das sieht aber cool aus. Tut mir leid, da muss ich einfach hin. Ach, da bin ich sogar richtig. Wow, was für eine Ruine. Und wie der Mond da durch die Wolken scheint. Einfach himmlisch. Tut mir leid, ich betrachte einfach nur den Himmel. Einfach geil. So. Ah, hallo? Subkortex überhitzt. Wut wächst. Hände weg. Du machst das falsch. Du Menschenaffe. Hey. Euer Spielzeug hat ein freches Mundwerk. Hey. Wie interessant. Wer hat diesen Schrott gebaut? Der Logikstrom wird durch den Aggressionsdynometer begleitet. Mein Gott, ey. Habt ihr noch andere Wörter? Ein Growlite. Denen sagen können, dass das zu einer Inversion der Persönlichkeit in Subkortex führt. Ah ja, ihr seht beschäftigt aus. Hey, lass dich in Ruhe, Kleiner. Ja, geh weiter. Okay, da ist die Hauptquest. Golem. Hallo, Golem. Einheit in Betrieb. Schön für dich. Twack. Seid stets eurer Crew. Bald ist es vollbracht. Meine nächste grandiose Erfindung steht vor ihrer Vollendung. Der Name Twack wird der Welt. Okay. Wird die Welt vor Ehrfurcht erbeben lassen. Was ist das für eine Erfindung?
Ihr seid ein Spion, oder? Ihr seid hier, um mein brillantes Wissen zu stehlen und das euer eigenes auszugeben. Lasst mich in Ruhe, ich habe zu arbeiten. Mein Gott, bist du misstrauisch, Kleiner. Ich könnte dich verbrennen und dich zwingen, deine Erfindung auszusagen. Ich könnte dich jetzt einfach verbrennen. Nee, mache ich nicht. Ich bin ein guter Magier. Ich bin ein guter Magier. Okay, dann geht's los. Ja. Die Orden von Tyria. Okay. Hi, Kind. Wollt ihr einen Trick sehen? Ja, bitte, zeig es mir. Schön, euch zu sehen. Wollt ihr meinen Zaubertrick sehen? Denkt einfach an eine Zahl zwischen 1 und 10 und ich werde sie mit Hilfe meiner magischen Kräfte erraten. Fein, ich denke an die 7. Die Zahl nicht laut aussprechen, Dummkopf. Denkt nur an sie. Ah, ja. Na gut, ich habe eine neue Zahl. Ich hoffe, ihr könnt etwas Mathe. Multipliziert Zahl mit der 3. Ihr sollt sie nicht verraten. Okay. Jeder zahlt ihr 3 hinzu. Die neue Zahl multipliziert ihr wieder mit 3. Soweit alles verstanden? Oh mein Gott. Ja. Ja, ist okay. Oh, okay, also ich habe an die 7 gedacht. Dann die 21. Was hat er gesagt? Plus 3 sind 24 und dann wieder mal 3, das sind 60 mal 72. Fast fertig. Jetzt bildet ihr die Quersumme der beiden Ziffer der neuen Zahl. Eure Zahl ist 9, stimmt's? Blödsinn. Jetzt fertig. Jetzt bildet die Quersumme der beiden Ziffern. Quersumme der beiden Ziffer? 9. Hey, du bist ja voll intelligent, Kleiner. Wenn das nur denn nicht der kleine Trick wäre. Aber gedacht habe ich an die 7. Okay. Okay. In der Stadt wäre das nur halb so teuer. Ich gebe euch 25 Gold. Das ist mein letztes Angebot. Das schaue ich mir mal kurz an. Hey, will er dich verarschen? Kann ich helfen? Entschuldigung. Duena segne euch. Ich will ihn. Dann halt nicht. Ich will dich bei deinen schönen Bemühungen, etwas zu kaufen, nicht stören. Hier gibt es viele Kaufmänner. Kann ich helfen? Oh ja, Entschuldigung. Ja, verhandle weiter. Mein Gott. Hallo. Es ist gut, mit euch zu reden. Und warum siehst du so komisch aus? Du siehst aus wie ein Vogel. Könnt ihr auch fliegen? Flatter, 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 flatter. Wahrscheinlich nicht. Und ihr sollt intelligent sein? Ihr habt das Fliegen aufgegeben. Was ist bitte daran intelligent? Naja. Okay. Ihr seht es nach. Hallo, hier deine Zahl, das macht Spaß. Wo soll ich jetzt hier hin? Kauffrau, hallo. Hier findet ihr alles, was ihr braucht. Schön. Und jetzt? Hallo? Was führt euch her? Tengu-Wache. Kann sein, dass ich hier rein muss? Nee, das kann nicht sein. Endlich. Duena, sei Dank, dass ihr da seid. Ich bin der Gelehrte Josia von der Abtei Dormant. Wir haben euch erwartet. Seid nicht so bescheiden, Vertretung der Krone. Ihr seid nicht hier, um zu beraten. Ihr seid hier, um Entscheidungen zu treffen. Und genau die brauchen wir. Zur Abwechslung hat Ihan mal bei irgendwas recht. Ich bin Hiroki, Kriegsmeisterin der Wachsamen. Die Auferstandenen sind sehr aktiv im Leichenhof Mohast. Einige Dorfbewohner werden vermisst, meist Kinder. Wir müssen da Soldaten reinschicken.
Die Wachsamen halten einen Trupp in Bereitschaft, um die Gegend zu durchkämmen. Vertretung der Krone. Gebt einfach den Befehl. Ich bin sicher, ihr erkennt die Probleme, die ein solches Vorgehen aufwerfen würde. Die Abtei Dormant hingegen hat ein erstaunliches Gerät, den Mortus Verge. Wir bekämpfen die Drachen lieber mit dem Intellekt. Kostet weniger Leben, wenn ihr versteht. Und wir haben herausragende Fortschritte gemacht. Euer Gerät ist reine Theorie, ungetestet. Ihr wollt damit das Leben der Kinder riskieren? Der Stahl der Wachsamen ist solide und erprobt. Ich gehöre zum Orden der Gerüchte. Wir haben der Königin dieses Problem gemeldet. Doch die Kämpfe an der Front überlassen wir anderen. Nun gut. Hiroki, Josia, gebt mir etwas Bedenkzeit. Dann werde ich meine Entscheidung treffen. Okay. Okay, ich soll mich also entscheiden. Josia? Wir wissen so wenig. Okay, ich möchte euch nicht drängen, Soldier Lacoste, aber es wird Zeit für eine Entscheidung. Wir müssen die Kinder finden. Könnt ihr mir zunächst ein wenig mehr über die Abtei Dumont erzählen? Mit Sicherheit kann ich das. Wir sind Tyrias Elite der Gelehrten und Archäologen. Wir haben uns der Suche nach uraltem Wissen verschrieben, das wir gegen die Drachen verwenden können. Klingt vernünftig. Darf ich noch etwas fragen? Könnt ihr mir bitte noch einmal sagen, welche Möglichkeiten ich habe? Die Wachsamen planen einen direkten Militärschlag. Also die da. In das Herz des Sumpfes. Die Abtei Dormant will sich unauffällig bewegen und einen neuen magischen Gegenstand verwenden, um die Kinder zu beschützen. Okay. Ich brauche etwas Bedenkzeit. Hiroki. Wir stehen für Schwache und Hilflose ein. Ich möchte euch nicht drängen, Soldier Lacoste, aber es wird Zeit für eure Entscheidung. Wir müssen die Kinder finden. Könnt ihr mir zuerst ein wenig mehr über die Wachsamen erzählen? Die Wachsamen sind eine Miliz, die ihre Mitglieder aus allen Völkern Tyrias rekrutiert. Wir kämpfen gegen die Drachen und beschützen die Unschuldigen und Wehrlosen. Oh. Gut zu wissen, ich brauche noch etwas Zeit, um mich... Balthasar schenkt euch Kraft. Könnt ihr mir einmal sagen, welche Möglichkeiten ich habe? Die Wachsamen wollen eine direkte Militäroffensive in das Herz des Sumpfs führen. Die Abtei Dormant will sich unauffällig bewegen und einen neuen magischen Gegenstand verwenden, um die Kinder zu beschützen. Ja. Und ihr? Was kann ich für euch tun? Es ist nicht so, dass meine Organisation euch nicht unterstützen würde. Wir möchten einfach nur etwas mehr Informationen, bevor wir handeln. Bis dahin viel Glück. Hi Hen, könnt ihr mir noch ein wenig mehr über euren Orden erzählen? Der Orden der Gerüchte versucht unauffällig auf die Völker der Welt einzuwirken, um sie gegen die Drachen zu vereinen. Einwirken? Ihr meint, sie manipuliert sie? Ja, wir ziehen die Fäden. Aber ist das nicht das Wesen der Politik? Unser Ziel ist es, die Drachen zu bekämpfen, und das ist ja wohl ein edles Unterfangen. Ja, vielen Dank. Hallo. So, könnt ihr mir mehr über die Situation im Leichenhof Moras berichten? Kinder suchen in diesem Sumpf nach Feuerholz. Wir müssen die Unschuldigen in Sicherheit bringen, bevor die Auferstandenen sie finden. Ich werde sehen, was ich tun kann, Iron. Ich hoffe doch sehr, dass Feigheit in eurer Orden nicht so oft vorkommt. Kann ich euch vielleicht überreden, mir ein wenig mehr darüber zu verraten, was ihr tun werdet, während wir weg sind? Während wir weg sind. Wird der Orden der Gerüchte in Zukunft mit mir zusammenarbeiten? Ich möchte gern wissen, was er macht. Tja, schätze, das würde nicht schaden. Bevor die Auferstandenen auftauchen, verschwand schon einmal jemand. Dem werden wir nachgehen. Es war wahrscheinlich nichts weiter. Wirklich. Mehr weiß ich nicht. Okay. Jetzt versuche ich mal. Wird der Orden der Gerüchte in Zukunft mit mir zusammenarbeiten?
Allerdings, ihr werdet in Zukunft noch einige mehr von uns sehen. Das verspreche ich euch. Viel Glück. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Drohung oder einfach nur eine Weisung war. So. Und jetzt, wie es weitergeht, wie ich mich entscheide, ob ich jetzt mit Hiroki, hallo Hiroki, ja, mit einer schönen Begleiterin, voller Schwert und voller Stahl einfach hineinstürze. Naja, oder einfach mit dem Typ hier, ja, mit dem Typ hier. Aber einfach mit Genialität reingehen. Der möchte ja nicht mit uns. Ja, wie ich mich entscheide, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Bis dorthin. Ciao, ciao.